Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon, ah, da ist er ja, der Nummer 1, 1966, 4. Dezember, uhu, mein Geburtstag. Also, ein paar Jahre vorher, aber okay. Mr. Spencer hat einmal von einer Blume namens Sonnentreppe berichtet. Angeblich verleiht sie unglaubliche Fähigkeiten. Alle glaubten, das sei nur ein Gerücht oder eine Legende, aber spätere Forschungen zeigten, dass wir falsch lagen. Der erste, der sich von der Wahrheit dieses Gerüchts überzeugen konnte, war mein Lehrer Dr. James Marcus. Der wird auch öfters in den Ladeszenen, in den Ladesequenzen erwähnt, glaube ich. Er nahm an, dass ein bisher unbekanntes Virus existiert, das in der Lage ist, die DNA zu verändern. Der Mann war so weitsinnig. Sichtig. Der Mann war so weitsichtig. Seine Hypothese erwies sich als korrekt. Das in der Blume entdeckte Virus wurde Progenitor genannt. 3 Monate lang arbeiteten wir wie besessen, unzufrieden mit den Ergebnissen und unter ständigen Angriffen der Dipaya. Doch letztendlich wurden unsere Bemühungen belohnt. Selbst Dr. Marcus, der bis gestern noch so erschöpft aussah, hatte gute Laune. Er will nach Hause zurückkehren, um sich in seine Forschungsarbeit zu vertiefen. Mir geht es genauso. Ich will die Geheimnisse des Progenitor-Virus so schnell wie möglich erforschen. 1967. 12. Februar. Wir sind mit unseren Latein am Ende. Wir haben die Progenitorblume aus Afrika mitgebracht und versucht, sie hier zu kultivieren. Die Proben der ursprünglichen Kultur des Progenitor-Virus haben keine DNA-verändernden Merkmale gezeigt. Wir haben die Blume kultiviert, um die Massenproduktion des Progenitor-Virus einzuleiten. Zunächst lief alles wie gewünscht. Die Pflanzen waren stabil und wuchsen schnell. Innerhalb kürzester Zeit blühten sie. Doch hier trat das Hauptproblem auf. Die Blumen enthielten kein Progenitor-Virus. Möglicherweise ist die Entwicklung des Virus von der Umgebung abhängig, in der die Pflanzen wachsen. Dies bedarf einer weiteren Untersuchung. 23. März. Wir konnten keine Fortschritte erzielen. Wir haben versucht, die Blume unter verschiedenen Bedingungen anzubauen, konnten die Entwicklung des Virus aber nicht auslösen. Bisher haben wir die Erde und das Wasser ausgetauscht, sowie Temperatur und Lichteinwirkung verändert, ohne Erfolg. Ich hatte eine hitzige Diskussion mit Dr. Marcus über die Richtung unserer Forschung. In deren Verlauf äußerte Mr. Spencer die törichte Idee, ein Unternehmen gründen zu wollen. Ohne das Progenitor-Virus hat die Gründung eines Unternehmens keinen Sinn. Begreift er das nicht? Es ist zwecklos. Das war's. Das war's. Fertig. Jetzt Tür auf. Nächste Stunde ist zu Ende. Ja, aber ich glaube, das sind dann quasi die Anfänge der Umbrella. Ach, guck, da ist er. Marcus entwickelt das T-Virus aus dem Progenitor-Virus. Ich glaube, das waren die Anfänge von Umbrella, diese Firma, die da genannt wird. Ja, da gibt's ein bisschen was zu lesen, ne? Ja. Öffnen. Hallo. Ist da jemand? Nö. Oh Gott, da oben hängt was an der Decke. Hier ist Schrotgewehrmunition, die ich nicht nehmen kann. Und Maschinenpistolenmunition. Wollen wir erstmal das Ding kaputt machen, was da hängt? Wo hängt denn da? Ach, da. Oh. Ich hab nur drauf gezielt. Jetzt ist es weg. Jetzt hast du es verscheucht. Ich hab doch nur drauf gezielt. Ja, das war. Das hat es gemerkt. Hast du einen Inventarplatz frei? Ich glaub schon. Ja. Ja, ich hätte jetzt dir ein Ei gegeben und du hättest das Ding mitnehmen können, aber ist okay. Ich schalte mal. Ich kann auch geben dir. Oder hast du jetzt noch eins frei? Ja, ich habe sogar noch 2 frei. Dann gebe ich dir mal das Ei hier. Dann kannst du mir die Munition geben. Dann kann ich die hier kombinieren. Und habe immer noch nicht mehr frei. Aber gut. Untersuchen. Ein Regal mit Akten und Skizzen. Es ist nichts von Nutzen dabei. Hier ist Pistolenmunition. Ich habe was zum Lesen. Ich auch. Hast du Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3? Warte mal, ich guck mal. Telegramm. Ich habe ein Telegramm. Achso, dann mach du zuerst. Telegramm von James Marcus. Entwicklung des T-Virus erfolgreich. 13. Januar 1978. J. Marcus. Das war's schon. Muss da noch irgendwas sein? Das eine habe ich gelesen, das steht die Nummer 2, aber hier muss da irgendwo eine Nummer 1 sein. Der Computer kaputt, vielleicht ist er nicht angeschlossen. Nein, ich will das nicht lesen. Willst du nicht? Soll ich? Nein, entschalten. So. Aus dem Tagebuch von Brandon, dem Leiter des Forschungszentrums. 1998. 16. November. Wir haben das Forschungszentrum geschlossen. Es ist seltsam, aber eigentlich ist mir das alles egal. So war es auch, als ich erfuhr, dass der
Arclay-Labor in Raccoon City zerstört wurden. Warum bin ich nur so teilnahmslos geworden? Ich habe jeden wachen Augenwinkel der Erforschung und der Extraktion des Progenitor-Virus gewidmet. Was ich auch tat, habe ich für Dr. Marcus getan. Wahrscheinlich ist mir alles gleichgültig geworden, als ich vor all den Jahren erfuhr, dass er gestorben ist. Ich war weder wütend noch glücklich, aber gar schockiert. Ich fühlte gar nichts, als ob meine Emotionen abgeschaltet waren. Ich habe einfach weiter die Proben an die Umbrella-Labore geschickt. Ich war nichts weiter als eine Maschine, die dem Umbrella-Hauptquartier Bericht erstattete, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Durchbruch erzielte oder etwas Neues entdeckte. Wie ein Zombie bin ich durchs Leben gewankt. Keine Gedanken, keine Gefühle. Jetzt wurde das Forschungszentrum, in dem ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe, geschlossen. Und es ist mir völlig egal. Wahrscheinlich ist es gut so. Vielleicht ist es zu spät, jetzt noch etwas für ein Leben zu beginnen. Ich weiß nicht, ob der letzte Satz Sinn gemacht hat, aber... Moment mal, ich guck nochmal. Ach, so etwas wie ein Leben zu beginnen. Achso. Nächste kannst du lesen. Da auf dem Tisch liegt ein... Auf der Kiste liegt ein Ding. So, der Computer, der lässt sich ja nicht anschalten. Da müssen wir mal weiter gucken. Vielleicht hier, können wir hier. Achso, da ist noch ein Dokument. Ja. Ach, das ist das zweite Dokument. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon, Nummer 2, 1968. 15. April. Es ist mehr als ein Jahr vergangen, seit wir zuletzt einen Durchbruch erzielen konnten. Deshalb sind Dr. Marcus und ich wieder nach Afrika gereist. Wir können unsere Forschung nicht mehr ohne das Progenitor-Virus fortsetzen. Die ständigen Angriffe der Dipaya, dass ich das mal drin habe, werden mir den letzten Nerv rauben, aber um der Forschung willen werde ich durchhalten. Mr. Spencer lieferte die vermeintliche Lösung für meine Befürchtung. Wenn sie sich Sorgen wegen der Dipaya machen, müssen wir sie eben beseitigen. Wir alle waren schockiert. Diese Möglichkeit hatten wir nie erwogen. Die Lösung war zwar unkonventionell, schien aber die einzige Option zu sein. Dr. Marcus und ich entschieden uns, es auf einen Versuch ankommen zu lassen und Mr. Spencers Plan in die Tat umzusetzen. 19. August. Endlich gute Nachrichten. Good news, friends. Gute Nachricht, Freunde. Wir haben erfahren, dass die Indipaya teilweise vertrieben wurden. Das Gebiet, das uns jetzt zur Verfügung steht, erstreckt sich zwar nur auf etwa die Hälfte der unterirdischen Ruinen, aber wenn es das Gebiet einschließt, in dem die Progenitorblume wächst, dürfte es keine Probleme geben. Mr. Spencer plant den Bau von Forschungseinrichtungen in dem Gebiet, wodurch unsere Arbeiten am Virus beschleunigt werden sollten. Wir trafen eilig unsere Vorbereitungen zur Abreise nach Afrika, aber Mr. Spencer bat Dr. Marcus, in Raccoon City zu bleiben und das Ausbildungszentrum zu übernehmen. Darüber waren wir zunächst sehr überrascht, aber schnell erkannten wir, dass dieses Vorgehen logisch war. Dr. Marcus benötigt für seine Forschungen eine ruhige Umgebung. In Afrika hätte zu dieser Zeit wohl keine Einrichtung diesen Ansprüchen genügt. Ich hoffe nur, dass die dortigen Forschungseinrichtungen schon bald gebaut werden. Ich werde jetzt also allein nach Afrika gehen und Dr. Marcus regelmäßig Proben des Progenitor-Virus schicken. Dr. Marcus und Mr. Spencer sind sich einig, dass dies die beste Vorgehensweise ist. Ich muss meine Vorbereitung treffen. Ab morgen werde ich sicherlich sehr beschäftigt sein. 29. September. Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Afrika. Es ist gut, dass Dr. Marcus nicht hier ist. Dieser Ort ist alles andere als ein Paradies der Forschung und Wissenschaft. Die sogenannten Forschungseinrichtungen bestehen aus Zelten und wir müssen bewaffnete Soldaten einsetzen, um die Dipaya in Schach zu halten. Was mir besonders auf die Nerven geht, ist der Lärm vom Bau der echten Forschungseinrichtung. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn die Umstände drohen, mich in den Wahnsinn zu treiben? Ich versuche mich nur auf das Entnehmen von Proben aus der Progenitorblume zu konzentrieren, um sie an Dr. Marcus zu schicken. Vielleicht kann ich dadurch dem Wahnsinn entgehen. 1969. 15. Juni. Die Forschungseinrichtungen sind endlich fertig. Dies ist die richtige Afrika-Forschungszentrale von Umbrella, nicht bloß ein Haufen Zelte. In den letzten 9 Monaten ist mir allerdings etwas klar geworden. Die Einrichtungen sind für unsere Bedürfnisse zu klein. Sie müssen vergrößert und den Forschungen angepasst werden. Dann hätten wir mehr Platz für begabtere Forscher. Das hier muss die Front unserer Progenitorforschung werden. Unsere Ergebnisse werden Dr. Marcus und seiner Virusforschung sehr zugutekommen. Überraschenderweise stimmt mir der alte Geizkragen Spencer in diesem Punkt zu. Ich glaube, Spencer ist der alte Mann, den wir kurz vorhin im Video gesehen haben. Der von Wesker, glaube ich, heißt er. Ja, Wesker. Umgestoßen worden. Der gesagt hat von wegen, ich war so kurz davor, ein Gott zu sein. Okay. Rechnungskopie.
Umbrella Ausbildungszentrum. Dr. James Marcus. 5 in Klammern 5. Behälter mit Progenitorproben. 15. Ah, mein Fernseher schaltet sich gleich aus. Wo ist meine Fernbedienung hin? 15. Dezember 1977, Direktor der Afrika-Forschungszentrale Brandon Bailey. Also das T-Virus, das bei Umbrella entwickelt wurde, ist anscheinend hier aus dieser Blume entstanden. Apropos Blume, hier steht ein Kraut. Mhm. Könntest du mitnehmen. Mhm. Und ich mach da mal die Tür auf hier, ne? Guten Tag. Guten Tag. They must be processing these flowers to make something. Irgendwas. This is the facility from the picture. No doubt about it. We're finally getting somewhere. So, hier ist wieder was zu lesen. PC einschalten. Aber ein dicker Fernseher, du. Tagebuch des Tricell-Forschers Miguel, Nummer 1. 19. Februar. Als ich erfuhr, dass es sich um das Labor in Afrika handelte, das Umbrella benutzt hatte, waren die Erwartungen hoch. Doch als ich es sah, nun ja, ein richtiges Labor war es nicht. Ich weiß nicht, wie Umbrella es je nutzen konnte, geschweige denn, was Tricell damit anfangen könnte. Der Ort ist vor langer Zeit verlassen worden und es gibt nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Es ist kein einziger Ausrüstungsgegenstand erhalten, jedenfalls keiner, der funktioniert. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht, denn ich habe es schon fast erwartet. Aber das Wichtigste ist ja auch das Progenitor-Virus. Wenn wir das Virus nicht unbedingt für unsere Forschungen gebraucht hätten, hätten wir dieses verwahrloste Labor gar nicht aufsuchen müssen. Wir hatten bereits Proben des T-Virus, G-Virus, T-Veronica-Virus und sogar des Las Plagas-Parasiten, also eigentlich alles, was wir für unsere Forschungen benötigten. Uns fehlte nur das verdammte Progenitor-Virus. Doch schließlich fanden wir es. Hoffentlich verhilft es uns zum ersehnten Durchbruch. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit zu arbeiten. 7. März. Ich frage mich, wer den Spitznamen Licker auf Deutsch so viel wie Ablecker für diese Kreaturen erfunden hat. Angesichts der langen Zunge ist das die perfekte Bezeichnung. Aber für Forscher wie mich sind Bows, B-O-W's, wie die Licker einfach nur ein Ärgernis. Zu behaupten, dass Licker perfekt sein, wäre übertrieben, aber sie stellen sozusagen eine Sackgasse der Evolution dar. Es gibt nichts zu verbessern. B.O.W.s, die mithilfe des T-Virus entwickelt wurden, zeigen anscheinend keine schwerwiegenden Verbesserungen, wenn sie das Progenitor-Virus erhalten. Die Verbesserungen beschränken sich nur auf Kleinigkeiten, zum Beispiel den Geruchssinn. Weiter sind wir allerdings noch nicht gekommen. Sie sind immer noch blind wie ein Maulwurf und hässlich wie die Nacht. Die Verbesserung ihrer Fortpflanzungsfähigkeit scheint ihr größter Evolutionsschritt zu sein. Ich hasse es, wenn etwas nach Plan läuft, aber da die Nachfrage nach Lickern immer noch recht groß ist, ist das wohl halb so wild. Ja. Ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, das so an der Decke hing, ich glaube, das war ein Licker. Hm. Hm. So, die Blumen kann man sich ansehen, aber das hilft auch nichts. Schrotgewehrmunition. Und noch ein PC. Schalten wir mal ein. Da kommt da gelaufen und guckt. Monitor. Eine E-Mail an einen Bekannten. Hallo. Hallo. Ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich habe demnächst Urlaub. Das neue Projekt, sorry, aber du weißt ja, dass ich nicht darüber sprechen darf, ist fast abgeschlossen und wir bekommen extra Urlaub als Belohnung für unsere Arbeit. Alle Mitarbeiter hauen morgen ab. Endlich können wir dieses Land verlassen. Ich fliege zurück nach Arizona. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. Aber noch mehr freue ich mich endlich, von dem allmächtigen Miguel wegzukommen. Der denkt, er sei sowas wie ein Supergenie. Er sitzt bei der Arbeit neben mir. Versteh mich nicht falsch, er ist schon ein guter Forscher. Er hat gute Ideen und ein gutes Auge für Einzelheiten, aber immer wenn er den Mund aufmacht, erzählt er einem, wie toll er ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr es nervt, sich das den ganzen Tag anhören zu müssen. Wir sollten ein Beruhigungsmittel entwickeln und es ihm verabreichen. Aber lassen wir das. Die Hauptsache ist, dass ich in ein paar Tagen nach Hause komme. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir müssen dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Ich brauche diesen Urlaub. Bis dann, Ryan. Das ist doch mal ein tolles Arbeitsklima. So, nächste Tür. Guten Tag. Blut. Und Kratzer an der Wand. Was willst du tun? Den Licker töten. Wenn er kommt. Ja. Und wenn er kommt, dann Wer hat Angst vor dem schwarzen Licker? Das könnte man jetzt falsch verstehen, wenn ich mich ein bisschen anders ausdrücke. Ich habe letztens ein Video gesehen, das fand ich witzig. Die Überschrift war, wie man das N-Wort richtig benutzt. Und da stand ein Weißer und zwei Schwarze standen da. Das ist Pistolenmunition.
Und der eine Schwarze machte den Weißen an, so in Richtung, ey, wo ist mein Geld? Und hat der Weiße geantwortet und am Ende jedes Satzes hat der zweite Schwarze dann Nigger gesagt. Drehen, ne? Da kann man drehen. Ach so, drehen.